Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Frage: Was waren die drei besten Entscheidungen, die du bislang in deinem Leben getroffen hast? Diese Frage ist mir heute Morgen in der Meditation so in den Sinn gekommen. So plötzlich war diese Frage da und deshalb möchte ich sie heute auch mit dir teilen. Ich teile auch gerne mit dir meine drei besten Entscheidungen, die mir dazu eingefallen sind. Was mir aber bewusst geworden ist, wenn man sich diese Frage beantwortet, kommt man automatisch in die Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist schon ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man sich in der Dankbarkeit übt, denn damit bringt man seinen ganzen Mindset, sein ganzes Denken auf eine andere Ebene. Und Gedanken sind nicht nichts, wenn ich mich auf einer entsprechend höheren Ebene befinde, nämlich in der Dankbarkeit, werde ich einfach noch mehr in mein Leben ziehen an Fülle. Weil wir sind so oft vom Glaubenssatz her so geprägt, dass wir uns hier im Mangel befinden und dabei umgibt uns so viel Fülle, wir dürfen nur mal wieder die Augen aufmachen und sehen, was uns da alles umgibt. Diese vielen Geschenke des Lebens auch, was wir tagtäglich bekommen, was auch nichts mit Geldenergie vor allem zu tun hat. Das mal wieder wahrzunehmen und sich da der Fülle um sich herum bewusst zu werden. Aber bevor ich jetzt weiter abweiche, was sind die drei besten Entscheidungen, die du in deinem Leben bislang getroffen hast? Und bei mir kam da heute Morgen, der allererste Punkt war, der Mann an meiner Seite, mich für diesen Mann zu entscheiden, der seit über 20 Jahren inzwischen an meiner Seite ist und wir auf eine glückliche, erfüllte Partnerschaft zurückblicken können. Kinder zu bekommen, war die weitere beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Denn Kinder sind so ein Geschenk im eigenen Leben. Wir Frauen müssen ja irgendwann mal eine Entscheidung treffen und uns für oder gegen Kinder entscheiden. Ich war viele Jahre unterwegs mit dem Mindset, Kinder sind nichts für mich, ich bekomme nie Kinder. Aber als die biologische Uhr dann doch anfing zu ticken, gab es da nochmal ein Umdenken und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Also das war die beste Entscheidung mit, die ich treffen konnte, Kinder zu bekommen. Und die dritte Entscheidung, die liegt noch gar nicht so lange zurück, den Weg meines Herzens zu gehen, mich ganz im Vertrauen auf das Leben einzulassen, dem Leben zu vertrauen, aber auch mir selbst zu vertrauen und überwiegend wirklich nur noch die Dinge zu tun, die mir am Herzen liegen. Und damit einher ging die Entscheidung, mich nach 30 Jahren von einem festen Job im öffentlichen Dienst zu verabschieden und ganz in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich war zuvor die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst, die gibt es ja schon seit inzwischen 12 Jahren, bin ich immer zweigleisig gefahren. Das heißt, ich musste da Energie reinstecken und musste da Energie reinstecken, jetzt mal beruflich gesehen. Und dann kann das einfach nicht erfüllend sein, vor allem wenn man in das Herzensprojekt nur mit halber Energie unterwegs ist. Und rückblickend gesehen, es war wirklich die allerbeste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen konnte. Es sind seitdem so viele Türen und Toren, Möglichkeiten mir begegnet und so viele Türen und Toren, das wollte ich eigentlich sagen, haben sich geöffnet. Die hätten sich nicht öffnen können, wenn ich nicht wirklich dem Universum signalisiert hätte, liebes Universum, ich habe Vertrauen in dich, ich habe Vertrauen ins Leben, ich vertraue mir, ich mache jetzt die Dinge wirklich nur noch, die mir am Herzen liegen. Und ich hatte jetzt gerade am Wochenende, als wir in Düsseldorf waren, auch ein Gespräch mit jemandem, der auch so vor der Entscheidung steht, tut er künftig nur noch das, was er vom Herzen her möchte oder fährt er noch zweigleisig? Und ich habe ihm wirklich so auf die Schulter geklopft und habe ihm gesagt, mach das, was dein Herz einfach möchte. Es kommen natürlich auch immer wieder Ängste auf. Er hat eine Familie zu ernähren. Ich habe jetzt zwar nicht unbedingt die Familie zu ernähren, aber trotzdem, man hat ja so seine Ausgaben jeden Monat. Man hat einen gewissen Lebensstandard, den man einfach sich erhalten möchte. Und da kommen natürlich schon Existenzängste auf, aber ich habe in mich hineingefühlt und
habe einfach mir gesagt, wenn ich jetzt nicht diesen Schritt gehe und mich nochmal weiter vertröste, was weiß ich, in 5 Jahren kann ich vielleicht in Frührente gehen oder was weiß ich, mit Krankenschein da mich zurückziehen aus dem Berufsleben. Das fühlte sich alles nicht gut für mich an. Ich weiß, dass das viele machen und ich weiß, dass viele mich auch für verrückt gehalten haben, nach so langer Zeit mich da zu verabschieden und noch nicht nur ein paar Jahre rumzukriegen bis zur Wende. Aber das Leben, das findet doch jetzt statt. Was weiß ich, was in 5 Jahren ist. Und dann einfach erst so den Weg meinem Herzen zu folgen und mich dahin noch, ja, die Energie aufzuteilen, hierhin und dahin. Nee, da hat alles in mir geschrien, nein. Schlimmstenfalls gehe ich einfach den Kompromiss an, dass wenn es schief geht, ja, zur Hartz-IV-Empfängerin werde. Ich sage jetzt mal den Worst Case, der eintreten könnte. Nur wenn ich jetzt einfach beobachte, nach dieser Entscheidung, wie das Universum auch diese Entscheidung angenommen hat und wie sich viele Möglichkeiten dabei einfach auch eröffnen, und das konnte ich bei anderen vorher beobachten, wie ich es jetzt einfach auch bei mir beobachten kann. Und das ist so meine Botschaft heute auch an dich. Hör auf dein Herz. Ich möchte dich jetzt bitte nicht dazu animieren, wenn du einen festen Job hast, den zu kündigen und absolut ins kalte Wasser zu springen. Ich habe natürlich so die letzten Jahre mir einiges aufgebaut und insbesondere die letzten 2, 3 Jahre, wo ich gefühlt habe, dass mein Weg in die Richtung geht, mir aber immer noch so ein bisschen der Mut gefehlt hat, ja auch verstärkt jetzt online businessmäßig mir was aufgebaut, dass einfach eine Basis da ist. Das sollte auch da sein, aber wenn du jetzt so das Gefühl hast, da gibt es noch viele Dinge, die dir eigentlich am Herzen liegen und wo du aber noch nicht dem Weg deines Herzens folgst, hab den Mut, dich in der Stille auch mal zurückzuziehen und werde dir klar darüber, was du wirklich vom Herzen her möchtest. Geh in Kommunikation mit deinem Herzen und hab dann auch den Mut, deinem Herzen, dir selbst zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen. Das Leben meint es grundsätzlich gut mit dir. Und diese Glaubenssätze, die dich noch daran hindern möchten, vom Kopf her dich weiterleiten zu lassen, weil du glaubst, du musst jetzt dieser Tätigkeit noch die nächsten 10 Jahre nachgehen, damit der Kühlschrank gefüllt werden muss. Du kannst nicht deinem Herzen folgen, weil wie soll denn dann Geldenergie generiert werden, um deinen Lebensstandard zu unterhalten? Oder du kannst dich jetzt in der Richtung nicht auch beruflich verändern, weil du zu jung, zu alt bist oder weil du zu wenig Vertrauen auch in dich selbst hast und, und. Arbeite an diese Glaubenssätze, schreib dir diese nicht förderlichen, hinderlichen Glaubenssätze auf und wandelt sie dann um. Überleg dir zu jedem Glaubenssatz, wie du in diesen Glaubenssatz in einen förderlichen Glaubenssatz umwandeln kannst. Glaubenssätze bestimmen unser Leben. Das, was wir tief in uns glauben, das wird im Außen zu unserer Lebenswirklichkeit. Und wenn da noch einiges in dir drin ist, was im Außen noch nicht so zu deiner Lebenswirklichkeit geworden ist, wie du es vom Herzen möchtest, dann bitte schau dir die Glaubenssätze an, nimm dir die Zeit, es lohnt sich, es wartet ein wunderbares Leben auf dich und ich bin keine Ausnahme, andere sind keine Ausnahme. Das Einzige, was man wirklich tun muss, die Bereitschaft mitbringen, sich auf diesen Prozess einzulassen und dann einfach seinen Weg zu gehen. Der Weg ist dabei das Ziel, auch wenn du das Endziel noch nicht siehst. Jeden Schritt, jeden Tag, den du dich diesem Ziel einfach näherst, wo du ins Tun und ins Handeln kommst, bring dich dir selbst, deinem Herzen, deiner wahren Kraft und Stärke näher. Ein Satz, der inzwischen ja auch auf meiner Homepage ist, auf all meinen Social-Media-Plattformen, erschaffe dir ein Leben voller Tage, von denen du keinen Urlaub mehr machen möchtest. Das ist ein Satz, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es ist noch keine 2 Jahre her, wo ich den mal so bewusst, ich kannte diesen Satz, aber bewusst habe ich den mal in mein Mindset eingepflanzt und diese Entscheidung in der Richtung auch getroffen. Ich erschaffe mir jetzt ein Leben voller Tage, von denen ich keinen Urlaub mehr machen möchte. Und jetzt nach so kurzer Zeit ist dieses Leben da und dafür bin ich so unendlich dankbar. Ich führe jetzt wirklich ein Leben voller Tage, von denen ich keine Urlaub mehr machen möchte.
Ich bin jederzeit in der Lage, meine Arbeit mit Urlaub, mit freien Tagen zu verbinden. Das heißt ja nicht, dass ich aufgehört habe zu arbeiten oder aufhöre zu arbeiten, sondern ich mache jetzt das, was mir am Herzen liegt und völlig ortsunabhängig eben auch. Und wenn ich zurückblicke, allein in diesem Jahr, wo wir schon überall unterwegs waren, so wie wir es jetzt in uns gefunden haben, wir haben ja jetzt noch keine Weltreise gemacht. Die ist allerdings geplant, die steht im Grunde genommen schon fest. In 2 Jahren, wenn unsere Tochter Abi in der Tasche hat, dann werden wir für 4 Monate auf der Welt unterwegs sein. Diese Entscheidung, die ist in diesem Jahr auf unserem Urlaub, bei unserem Urlaub auf der AIDA entstanden. Denn die AIDA, die bietet eine Weltreise an für 4 Monate, wo man wirklich mit höchstem Luxus, sag ich jetzt mal, also ich muss jetzt nicht einen großen Luxus haben, ich bezeichne das einfach für mich als höchsten Luxus, mit Verpflegung, mit der Möglichkeit auch zu arbeiten, mein Business weiterzumachen, auf der Welt unterwegs sein kann. Und dieser Termin, der steht im Grunde genommen auch schon fest. Der nächste AIDA-Urlaub für nächstes Jahr ist schon geplant. Ich war mit meinem Mann zusammen in diesem Jahr in Hannover auf einem ganz tollen Persönlichkeitsseminar mit Dr. Leonhard Coldwell. Ich war jetzt in Düsseldorf mit meiner Tochter zusammen auf dem Persönlichkeitsseminar bei Christian Bischoff. Wir haben eine fantastische Woche mit der Familie erleben dürfen, wo wir Waldbaden gemacht haben, wo wir nur in der freien Natur unterwegs sind. Jetzt gehe ich noch mal ganz alleine in die freie Natur, bin da in einer Hütte, wo ich ja mich ganz nur auf mich selbst, auf den eigenen Prozess noch mal für eine Woche einlassen kann. Ich habe einen wunderbaren Kurs zusammen mit Dr. Karin Bender-Gonser zur holistischen Zahngesundheit machen dürfen. Mit Dr. Med Volker Meissner den Kurs mit Absicht gesund. Also es haben sich so viele Möglichkeiten jetzt schon getan. Ich zähle das jetzt nicht alles auf, um da irgendwie anzugeben, sondern ich möchte ja einfach nur mal zeigen, anhand meines Beispiels, wie viele Möglichkeiten sich da jetzt schon ergeben haben, in welch kurzer Zeit das Universum da in Aktion gekommen ist und ich jetzt an dem Punkt wirklich angekommen bin, dass ich ein Leben voller Tage habe, von denen ich keinen Urlaub mehr machen möchte. Nur weil ich vor 2 Jahren etwa diesen Satz wirklich in mein Mindset reingenommen habe und wirklich verinnerlicht habe und alles dran gesetzt habe, ganz zielorientiert, das einfach zu verwirklichen. Das an einem Beispiel von mir. Es gibt viele andere Beispiele, wenn du dich umschaust in der Richtung, die sich auch ja, ihr Leben verwirklicht haben. Und das kannst du auch. Das ist wirklich meine abschließende Botschaft an dich. Hock dich hin, beschäftige dich mal mit dir selbst, mit deinen nicht förderlichen Glaubenssätzen. Da fällt mir gerade noch ein im Übrigen. Wenn du mit deinen Glaubenssätzen dann noch mehr arbeiten möchtest, am 30. September biete ich zusammen mit Rudi Alexander Daniel ein Tages-Online-Seminar an, wo wir uns nur mit den nicht förderlichen Glaubenssätzen und vor allem mit dem größten nicht förderlichen unbewussten Glaubenssatz, die bewussten Glaubenssätze, die kann man ja noch ganz gut zu Papier bringen, aber die unbewussten, von denen werden wir ja geleitet, zum großen Teil auch, die muss man erstmal hervorholen und da geben wir einfach den Teilnehmern eine Anleitung dazu im Rahmen eines Online-Seminars. Das kannst du genauso besuchen, so wie du jetzt hier dieses Video hier anschaust, nur dass das eben auch mit direkter Interaktion mit Rudi und mit mir ist, also dass wir da auch miteinander kommunizieren können. Ja, also da gibt es noch ein paar freie Plätze, das verlinke ich dir in der Infobox unter diesem Video hier. Nochmal die abschließende Ermutigung. Beschäftige dich mit deinen Glaubenssätzen, die dich bislang daran hindern, in deine wahre Kraft und Stärke zu kommen. Schreib sie dir auf und wandle diese Glaubenssätze um in förderliche Glaubenssätze. Überleg dir zu jedem Glaubenssatz, wie kann ich den umwandeln, dass er rückenstärkend für mich ist, dass er mich mehr zu mir selbst bringt, zu dem Weg zu meinem Herzen und hinterfrag vor allem alles. Hör auf, dich so von diesem Mainstream innehaben zu lassen, die dir sagen, wenn du eine Idee hast, irgendetwas zu verändern, da gibt es schon so viele, die machen das, das kannst du doch nicht und da gibt es doch schon den und den und du bist doch jetzt viel zu alt, das zu machen oder du bist noch zu jung, du brauchst noch mehr Lebenserfahrung dazu oder wie willst du deinen Lebensunterhalt bestreiten und. Lass dich bitte von diesen Dingen nicht beeinflussen. Mach trotzdem dein Ding und sag dir, wenn dein Umfeld dir etwas dazu sagt, das geht doch nicht, weil,
Das ist auch ein Satz, den ich total tief verinnerlicht habe, der sofort in mir aufflammt, wenn mir jemand sagt, das gibt's nicht, das geht nicht. Innerlich schreit es in mir, jetzt erst recht. Und das sind auch Dinge, die ich, wenn ich hier alleine bin, mir auch manchmal sage, wenn mir so diese Dinge so in den Kopf kommen, wo mir jemand was gesagt hat, dass ich auch ganz laut sage, jetzt erst recht. Und das gebe ich dir jetzt abschließend mit auf den Weg. Mach auch das zu deinem Glaubenssatz, jetzt erst recht, ich mache mein Ding unaufhaltbar. Ich wünsche es dir aus ganzem Herzen. Schick dir eine herzliche Umarmung, danke für dein Interesse. Tu was, mach dein eigenes Ding, formulier deine Glaubenssätze um. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Irmgard.